jetzt gleichzeitig hier aufnehmen. Stream und Aufnahme. Das ist das, was da vorne liegt.
Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier beim Stimmenzug zum Kinder-, Jugend- und Konzert. Heute ist heute ja am 1. Mai normalerweise am Schulplatz. Der Mai-Tag stattfinden ist ausgefallen, weil zum Zeitpunkt der Planung irgendwo immer noch Pandemielage war. Und danach haben wir gesagt, wir machen an diesem Tag ein Kinder- und Jugendkonzert. Nacheinander spielen die Blockflöten, dann kommt das Vororchester und dann das Jugendorchester. Es werden noch zwei gemeinsame Stücke gespielt mit den Blockflöten und dem Vororchester. Und wie immer, ich sage so, egal, bis wir aus Atem, die letzte Viertelstunde vor der Veranstaltung lässt einen um 3 Jahre altern, weil dann geht garantiert irgendwas kaputt oder Livestream funktioniert nicht oder irgendwas. Und so war es natürlich auch dieses Mal. Eigentlich sollten wir erst eine Viertelstunde vorher anfangen, weil alles andere war dann immer überflüssig. Aber egal, ich sage nachher noch zwei Worte. Wir werden zwischen dem Vororchester und dem Jugendorchester schön voll und zu machen. Sage ich noch ein bisschen was zur Jugendarbeit, aber zwischenzeitlich wünsche ich Ihnen viel Spaß mit den Blockflöten, danach die Elternblockflöten, dann das Vororchester. Und wir haben gesagt, es war jetzt 2,5 Jahre gar nichts, keine Veranstaltung, überhaupt nichts. Wir bitten heute um Spenden und dann haben wir es unseren Jugendlichen und Kindern gesagt. Und die haben gesagt, ja, es gibt natürlich Leute im Augenblick und wir meinen, ja, denen geht es noch schlechter als uns. Also uns geht es nicht schlecht. Aber es gibt Leute in Europa, denen geht es wirklich schlecht. Und deshalb haben wir gesagt, das, was heute an Spenden reinkommt, das halbieren wir. Und dann bekommt die Hälfte in Hemmingen lebende Ukraine-Flüchtlinge. Wir haben 2015 damals mit chinesischen Gästen auch was gemacht für die syrischen Flüchtlinge, die damals angekommen sind, diesmal für die ukrainischen Gäste. Und wenn sie am Ende was in der Sau lassen, in unserer Spendensau, dann kommt es zum Teil uns, zum Teil auch einem anderen guten Zweck. Zugute, wir streamen das Konzert, ich sage nachher nochmal was zu diesem Kamera-Equipment, wir machen dann ein großes Projekt mit. Aber jetzt erstmal bin ich ruhig, ich wünsche Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung mit unseren Kindern und Jugendlichen. Jetzt erstmal unter der Leitung von Angelika Frank und Sibylle Kneb. Möchten Sie ganz herzlich heute Nachmittag begrüßen. Wir freuen, dass wir für Sie spielen dürfen. Und das Konzert beginnt mit einem Stück Merrily We Roll Along, was so viel heißt wie fröhlich segeln wir dahin. Lassen Sie sich auf schönen Tönen heute Nachmittag einfach davontragen. Und die Lilly, die Lisa und der Joshua spielen dieses Stück jetzt zweistimmig. Eigentlich Hänschen und seine Mutter. Das Lied stammt von 1877.
das zweite Lied, das heißt Onkel Donald ist ein Kinderlied aus England. Spaß. Ja, es freut mich sehr, dass inzwischen einige Schüler bei uns sind, die nicht nur die Grundausbildung auf der Sopranflöte machen, sondern die auch weiterspielen wollten und entweder auf der Sopranflöte noch viel mehr Töne kennengelernt haben oder in diese Gruppe noch Altflöte zusätzlich gelernt hat. Und ja, es sind also jetzt so viele Schüler, dass sich eine ganz tolle Altflötengruppe ergeben hat. Und die spielen jetzt für Sie an die Freude von Ludwig van Beethoven. Viel Vergnügen. Thank you.
ist ein bisschen wie im Zirkus, Manege, Vorhang auf und dann kommen die Menschen rein, die einen gehen raus, die Menschen kommen rein. Die Zoe und die Amelie, die können bestätigen, dass es auf der Sopranflöte noch viel, viel mehr Töne gibt, als die, die in Band 1 stehen. Ja? Und die haben sich auf die Entdeckungsreise der hohen Töne gemacht und spielen jetzt zusammen mit der Alia auf der Altflöte den Song aus Amerika, Banks of Sacramento. Und wer jetzt so richtig Lust bekommen hat, auch noch weitere Vertreter der Blockflötenfamilie kennenzulernen, der hat die Möglichkeit, mit der Tenorflöte oder auch mit der Bassflöte, diese ganz große hier, weiterzumachen, so wie die Alia. Die ist jetzt also schon durch die ganze Blockflötenfamilie durchgekommen, von der Sopran bis zur Bassflöte. Und in der Besetzung Sopran, Alt- und Tenorflöte hört sie jetzt einen Tanz aus der Renaissancezeit. Thank you.
So, liebe Gäste, ein ganz herzliches Grüß Gott natürlich auch von mir. Ich und auch der Jugendspielmannszug und das Vororchester, wir freuen uns total, dass wir endlich mal wieder auf einer Bühne stehen dürfen und dass wir für Sie musizieren dürfen und dass Sie so zahlreich gekommen sind. Also dafür herzlichen Dank. Wir hoffen, Sie bereuen es nicht. Und jetzt haben wir ein gemeinsames Stück, das haben wir einstudiert, und zwar die Blockflöten, gemeinsam mit dem Vororchester vom Jugendspielmannszug. Und zwar ist es ein Raindance, ein indianischer Regentanz. Und Sie werden natürlich auch etwas Indianergeheul hören. Viel Spaß und viel Vergnügen mit unserem Raindance. Ich spiele noch ein gemeinsames Lied mit den Blockflöten, und zwar Hockey-Bell. Musikalisch heißt das, Sie hören eine flotte Melodie der Bläser und natürlich einen heißen Rhythmus unserer zwei Schlagzeuger. Beim Klatschen dürfen Sie uns gerne unterstützen. Dazu wünsche ich Ihnen viel Vergnügen.
Sehr geehrte Damen und Herren, der erste Beitrag des Vorgestes heute Nachmittag ist ein kleines Medley amerikanischer Melodie, welche Sie sicherlich alle erkennen, wenn Sie uns genau zuhören. Nach einer kurzen Einleitung reisen wir musikalisch mit Ihnen in den Wilden Westen. Sie hören O Susanne und Yankee Doodle. Eine gute Unterhaltung mit aus der neuen Welt. Der legendären Band Beach Boys aus dem Jahre 1963. Es erreichte in den amerikanischen Billboard Charts den 3. Platz. Auch wir spielen diesen Titel total gerne und präsentieren Ihnen nun unsere Vision von Surfing USA. Vielen Dank an Kai, der für unseren erkrankten Schlagzeuger Felix kurzfristig einspringt.
Nationalhymne ist? Es ist tatsächlich Smoke on the Water von Deep Purple. Gibt das markanteste Einleitungsmotiv der E-Gitarre. Übernehmen bei uns die Posaunisten. Freuen Sie sich auf einen rockigen und rhythmischen Auftritt. Gemeinsam mit dem Jugendspielmannszug. Es ist unser Abschlusslied für heute. Danach gibt es eine kurze Umbaupause. Wir waren trotzdem nicht unhältlich,
haben an verschiedenen Projekten mitgemacht, unter anderem Landessig 1, das wurde vom Land Baden-Württemberg gefördert, wenn man es denn gewonnen hat, Kunst trotz Abstand. Wir haben da ein Konzept eingereicht, wie wir musikalische Arbeit machen, haben es gewonnen, einen sehr nennenswerten fünfstelligen Betrag. Ein zweites Projekt vom Bund haben wir auch gewonnen, auch einen fünfstelligen Betrag, das ist ganz toll. Nennt es sich Neustart Kultur und Kunst trotz Abstand. Von beiden haben wir mitgemacht. Ich habe mich auch bei wirklich vielen Menschen zu bedanken, die uns in dieser Zeit geholfen haben. Das ist natürlich die Gemeinde mit verschiedenen Räumen. Wir mussten ja mit der Probe aus der Schule raus. Wir konnten mal in die Kirche, mal in die Bücherei, alle mal in die Sporthalle, mal auf der Sportplatz, auch mit dem Erwachsenenorchester. Alle haben da wirklich sehr gut zusammengehalten und haben sich unterstützt. Und dann bei den Ausbildern, bei den Eltern, dass sie dabei geblieben sind. Und am allerwichtigsten bei allen Schülern und Jugendlichen, die wir haben, die haben ja wirklich gelitten in dieser Zeit. Die gingen morgens mit Maske zur Schule oder gar nicht zur Schule, haben den ganzen Tag Videounterricht gehabt. Und abends sind wir noch gekommen und haben auch über Video Trompeten und Querflöte und Flötenunterricht gemacht. Das verstehe ich natürlich, dass da manche auf Deutsch gesagt echt die Nase voll hatten. Es wurde dann manchmal auch weniger, aber wir sind irgendwie durch diese Geschichte gekommen. Jetzt können wir wieder voll proben, haben das wirklich jetzt ein paar Wochen erst wieder voll geprobt. Und ich glaube, mit dem kleinen und dem Vororchester haben wir jetzt schon auch was gesehen, dass das Niveau nicht ganz oben ist, aber immer noch so gut ist, dass wir darauf aufbauen können und es wieder weiterentwickeln können und auch wollen. Also vielen Dank allen, die uns geholfen haben. Ich denke da auch noch an was ganz anderes, an Herrn Eisenhardt. Er hat uns ein Stück komponiert, das war aber auch, wenn wir lernen konnten, weil wir, manche haben Long-Covid, sind halt auch nicht so richtig voll alle beide Proben. Aber wir würden das lernen. Wir haben jetzt ein eigenes musikalisches Stück hier vom Herrn Eisenhardt, der Mann von der Frauen, komponiert, eigens für den 55. Anzug Hemmingen. So, letzte Woche, in der zweiten Osterwoche, sind immer Lehrgänge, G1, 2, 3 Lehrgänge, je nach Level. Die fanden in der Jugendherberge Blaubeuren statt. Und haben wir auch das größte Kontingent gestellt. Ich werde nachher die Schüler vorstellen, die zweite Osterwoche komplett für den Verein letztendlich aufgebracht haben. Trotz Schule, Abitur und Zwischenprüfungen sind sie noch zu diesem Lehrgang gegangen. Ganz toll, haben dort hervorragend abgeschnitten. Ich werde nachher die einzelnen Schüler, die jetzt zwei hinten aufbauen, alle vorstellen. Vielen Dank allen, die uns da immer helfen. Wir haben dieses Jahr auch wieder das Gückelesfest am Bahnhof vom 17. bis 19. Juni. Und ich hoffe, wir sehen uns da auch wieder, dass wir irgendwo ein bisschen normalisieren, die ganze Geschichte rein hier. So, ich gucke mal hinter die Bühne. Ja. Thank you.
Ja, ich hoffe, jetzt haben es tatsächlich alle gemerkt, dass wir wieder da sind. Also jetzt hat der Jugendspielmannszug. Natürlich sind wir so ein kleines bisschen dezimiert, auch wegen Corona. Aber wir haben trotzdem ein schönes Programm für Sie vorbereitet. Und die Begrüßung war natürlich traditionell der Radetzky-Marsch. Und als zweites spielen wir für Sie eine Ballade. Ist ein Stück, das der Jugendspielmannszug sehr gern spielt, worauf ich auch bei diesem Programm tatsächlich Wert gelegt habe, weil ja doch die Proben nicht immer alle da sind und wir auch noch nicht so ganz viele Proben machen konnten, Corona geschuldet. Das ist also eine schöne, verträumte Melodie über die irische Insel, über Irland, heißt auch Irish Dream. Aber selbst auf dieser schönen grünen Insel kommt natürlich auch mal ein Sturm, was bei uns dann musikalisch das Gegenthema ist von den Blechbläsern. Aber am Schluss sind wir wieder ganz ruhig im schönen grünen Irland gelandet. Für Sie viel Spaß und viel Vergnügen mit unserem Irish Dream. Nächster Titel für Sie ist Filmmusik, und zwar aus einem relativ neuen Film. Der Film heißt A Star is Born. Die Jungs und Mädels hinter mir kennen es, die Erwachsenen vielleicht nicht unbedingt alle. Und zwar ist es gesungen von Bradley Cooper und von der Lady Gaga. Ist auch ein Stück, das der Jugendspielmannszug einfach zu gerne spielt und ist auch eine schöne Melodie.
und es heißt Shallow. Viel Vergnügen. Heute mit kaum 2 Jahren Verspätung seine Urkunde. Also, Silas, vielen Dank. Auch dass Sie heute. Und auch der Vater G. war damals dabei beim D1-Lehrgang. Und dieses Jahr hatten wir jetzt wieder neue Lehrgänge, waren alle aus dem Silas. Dabei die Jule, der Leo, der Fabi, die Lena, die Lydia
Alle haben bestanden auf unterschiedlichen Leveln, je nach Alter. Alle haben sehr gut zwischen 1 und 2, also von der Note her, bestanden. Leider sind die Urkunden noch nicht da von der Jury, die das ausgeführt hat. Aber ich bedanke mich bei euch ganz herzlich für diese Osterwochen, die ihr da im Lehrgang und für uns verbracht habt. Und hoffentlich geht es so weiter. Konstantin Nachts fällt jetzt auf, der hat D3 gemacht, das leuchte Level. Ist leider heute verhindert. Vielen Dank euch und ja. Ja, ich möchte vielleicht noch, da wir heute jetzt tatsächlich so gut in der Zeit sind, 2, 3 Sätze zu diesen D-Lehrgängen sagen. Also das ist von den Jugendlichen schon eine tolle Leistung. Sie opfern erstens eine Woche von ihren Osterferien. Dann haben wir auf dem D-Lehrgang, ist wirklich ziemlich straffes Programm. Sie haben Theorieunterricht, sie haben Gehörbildungsunterricht, sie haben Unterricht am Instrument. Sie spielen in kleinen Gruppen im Register und abends sind auch immer noch Gesamtproben. Das macht zwar den meisten wirklich riesig Spaß, aber sie müssen was tun. Und freitags steht dann natürlich auch diese Prüfung an. Und teilweise ab D2 wird es schon ganz schön, wer vielleicht von Ihnen Musik macht, dann müssen Sie dann auch schon Molltonleitern und alles auswendig bis 4 Vorzeichen spielen. Also das haben Sie wirklich toll gemacht und wir waren froh, dass wir dieses Jahr tatsächlich wieder wegfahren konnten, weil die letzten beiden Jahre war das tatsächlich nicht nötig. So, jetzt gibt es aber noch ein kleines bisschen Musik vom Jugendspielmannszug und zwar so ganz, ganz langsam unser vorletztes Stück oder unser vorletztes Medley Potpourri heißt Disney's Magical Marches. Das sind 3 flotte Märsche, das erste aus der Mary Poppins, Superkalifragilistisch-Expianegetisch. Dann kommt dieser Elefantenmarsch und zum Schluss aus dem Dschungelbuch und zum Schluss noch ein Mickey Maus Marsch. Also wir hoffen, dass wir Sie damit jetzt noch gut unterhalten. Dankeschön. Thank you.
Ja, liebe Gäste, jetzt sind wir tatsächlich am Ende unseres kleinen Konzertes mit Jugendspielmannszug vor Orchester und vielen Blockflötenkindern angekommen. Uns hat es total Spaß gemacht. Wir hoffen, das haben Sie auch gemerkt. Wir hoffen, wir haben Sie auch gut unterhalten. Und jetzt zum Schluss kommt natürlich noch ein, ja, quasi ein Highlight des Jugendspielmannszugs, Rockmusik von der Gruppe Queen. Da wird es dann vielleicht auch ein bisschen lauter, wenn die Schlagzeuger gut reinhauen. Und zwar wollen wir uns jetzt verabschieden und natürlich Ihnen guten Nachhauseweg wünschen, vielen Dank sagen für Ihr Kommen und hoffentlich auch einige, die das per Stream angeguckt haben. Und Sie hören jetzt zum Abschluss vom Jugendspielmannszug The Best of Queen mit den drei größten Hits. Dankeschön! Thank you.
Konzert. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie hier waren, dass Sie die Jugendlichen angehört haben. Sie sind natürlich teilweise auch älter und Omas und das ist ja auch schön. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr, ich habe schon gesagt, also teilweise groß war, dass ihr durchgezogen habt, trotz Pandemie und Videounterricht und allen möglichen. Vielen, vielen Dank an alle. Wir halten zusammen, halten dazu, dann wird es ganz toll. Vielen Dank an die Ausbilder, vielen Dank aber auch an der Armin, möchte ich auch mal erwähnen, der ganze Videounterricht abends hat jeden. Videotechnik technisch letztendlich organisiert und gemacht. Dankeschön Ihnen, Dankeschön euch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wir wollen jetzt allen noch ein kleines Geschenk geben. So. Solange unsere Jugendleiterin noch beim Verteilen ist, wenn Sie möchten, hätten wir tatsächlich eine kleine Zugabe. Chart-Hit aus 2014 und zwar würden wir sie dann tatsächlich verabschieden mit Shut Up and Dance und das natürlich mit ganz vielen Percussionisten und Klatschern mit der Unterstützung von Vororchester und Blockflöte. Vielen Dank. Thank you.
war es endlich das letzte Stück. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Angelika. Ganz toll, vielen Dank. Ich bedanke mich bei dir, Sibylle. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei unserer Chefausbilderin, bei der Silvia Schick. Dankeschön. Ich bedanke mich. Bei Marvin, ohne den technisch nichts ging, wir waren auch gestern bis halb zehn hier und haben das mit dem Internet geregelt, als wir heute da auf dem Radio sich gefragt haben, haben wir da auch Nächte zugebracht. Er hat, wie gesagt, die ganzen Video-Streaming-Geschichten gemacht und macht von schon sehr viel. Vielen Dank, Marvin, danke schön. Nehmen Sie vielleicht noch ein bisschen Kuchen mit und dann sehen wir uns in einem anderen Zusammenhang irgendwo hoffentlich bald wieder. Vielen Dank. Tschüss.